Mann. Das ist jetzt so die Frage, wie ich hier gescheit genug durchkomme. Ja, erstmal am besten speichern. Oh Mann. Wir haben hier echt ein problematisches Dungeon vor uns. Zu einem mehr als einen problematischen. Da haben wir die rote Münze. Eieiei. Und heute hätten wir uns sowieso hier einen Tintenfischherz machen können. Hab ich auch nicht gemacht. Bin auch echt schlau, Mann. Oh Mann! Lass mich einfach durch. So. Mann, 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 hier kommt man kaum richtig vorbei. Na, du springst ja sowieso genau da drauf. Das ist ja das Extreme. Einfach so weg. So. Da ist meine rote Münze gefunden. Wenn du auch die Münzen der anderen Spieler gefunden hast, können wir spielen. Spielen. Die wollen mit uns spielen. Ich gehe jetzt erstmal nach oben rechts. Oh, was? Muss man einfach nur ein bisschen abwarten. Mann. Was haben wir? Hm. Hier scheint es einmal ein Feuer gegeben zu haben. Naja, gut. Wir können da trotzdem nichts machen. Feuer hin, Feuer her. Ja, so können wir direkt runterspringen. Ich glaube, die rote Münze war einfach die schwierigste von allen. Da müsste dann die blaue sein. Wow. Das ist jetzt ein bisschen lächerlich. Was haben wir denn da drin? Wer ist an der Tür? Du riechst hübsch und süß. Weißt du nicht, dass dies das Objekt des Leidens ist? Diese dunkle Ort im Dorf, dass sie, er ist nur für widerliche Taugenichte bestimmt. Verschwinde. Wahrscheinlich können wir dann das Spiel spielen und können irgendwie dahin. Wer weiß. So, wenigstens haben wir die Münzchen zusammen. So, genau, sonst haben wir ja hier auch alles zusammen. Hast du all unsere Münzen gefunden? Dann sollten wir jetzt spielen. Sprich mit dem blauen Spieler, dann können wir mit dem Spiel anfangen. Lass uns das Ratespiel anfangen. Bei dem Spiel geht es darum, uns alle drei nacheinander zu besiegen. Auch wenn du nur einmal falsch rätst, musst du wieder von vorne anhören. Wenn du alle drei rätst, sag mir, Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. So. Machst du ein Glück? Kopf? Zahl? Kopf? Zahl? Kopf? Oh, Zahl! Mann! Kopf. Dann hast du wahrscheinlich Zahl. Du hast Zahl. Gott, wir haben einen Gewinner. Hier ist dein Preis. Das Medaillon. Wahrscheinlich für richtig böse. Oder ist das Medaillon vielleicht für sie? Medaillon? Ist das meins? Okay, hier. Gibt's das Medaillon. Also, kommt es dir bekannt vor? Ja, irgendwie schon, aber ich werde es jetzt mal öffnen. Und schau dir das an, meine Brüder. Ich habe zwei Brüder. Jetzt kann ich mich ganz deutlich an sie erinnern. Der hier rechts ist der so groß und hübsch ist. Das ist mein großer Bruder. Ha, und der da links, das ist so ein Dummkopf manchmal. Er ist auch älter als ich, aber nur ein bisschen. Sie haben früher immer auf mich aufgepasst, aber... es sollte noch jemand sein. Kein Problem, beschreib einfach, woran du dich erinnerst. Aus meinen Träumen kommt und geht sie. Sie ist hübsch und schlau und ich will genauso sein wie sie. Sie ist meine beste Freundin auf der Welt.
Aber wenn ich versuche, sie zu greifen, dann... Was dann? Ich weiß nicht. Ja, irgendwas geht immer dann immer schief. Ich muss sie irgendwie verärgert haben. Ich würde ihr einfach gerne sagen, wie wichtig mir ihre Freundschaft ist. Ich versuche, sie zu fassen, aber sie rennt weg. Dann wache ich auf und bin wieder hier. Ich glaube, ich verstehe dich. Echt? Ja, ich verspreche dir, ich werde deine Freundin finden und dir sagen, wie du dich fühlst. Oh, vielen Dank. Weißt du, ich denke, irgendwann kann ich diesen Ort wieder verlassen. Aber jetzt bleibe ich erstmal hier. Und träume von unseren gemeinsamen Abenteuern. Oh, es gibt hier noch jemanden, der deine Hilfe gebrauchen könnte. Du kannst ihn mit diesem Licht vorbeirufen. Hab keine Angst, wenn du ihn siehst, okay? Die Hoffnungsflamme erhalten. Yeah. So. Bisher geht also hier alles. Er ist mehr gesagt hier, glaube ich, das Dungeon... Nein! Ah, nee! Oh, jetzt haben wir so viel Leben wieder verloren, ey. Aber mir ist dann plötzlich in den Kopf gekommen, dass ich da nicht vorbei kann. So. Zum Glück, sonst hätten wir jetzt schon zu wenig. So. Hier geht gar nicht. There goes nothing, ne? Ist wahrscheinlich das Wort gewesen. Wer hat das Feuer angezündet? So sollte nicht hier sein. Wie nennt man dich, junge Dame? Shantae, Sir. Shantae, hm? Ein komischer Name. Ach, stimmt, ich habe auch immer eine Tochter. Ich vergesse alles über sie, ich vergesse wohl alles. Joker an der Tür, sagt, das hier ist das Dorf der Seelen. Ich bin zu diesem Nissen gekommen, um jemanden zu suchen, den ich verloren habe. Ich schließe Kobolde, drehe um Baumstämme, um sie zu erreichen. Wie war denn ihr Name? Das ist peinlich, ich erinnere mich nicht. Ich bin viel zu lange hier gewesen, vielleicht schon viele Jahre. Ich muss den Joker an der Tür treffen. Zeig ihm meine Faust. Vielleicht haue ich ihn auch mit deiner Leiter. Du solltest auch von hier verschwinden, ja? Du vergisst, warum du kamst. Oh, ich kann mich jetzt nicht einfach gehen. Ich muss erst das Böse an diesem Ort zerstören. Mutig. Ich wäre stolz, wenn du meine Tochter wirst. Hier, damit kannst du ohne Probleme rein. Ich kümmere mich um Joker. Du hast den männlichen Moschus erhalten. Wow. Dass das notwendig ist. Der männliche Moschus. Der männliche Moschus ist sehr wichtig, so wie es aussieht. So. So. Oh Mann, du riechst wie ein mutierter Büffel. Komm rein, lass dich etwas quälen. Ich werde den Darche zu unserer Unterhaltung vorbereiten. So, da haben wir unser Dungeon. So. In der Halbhölle irgendwie. Oder so irgendwas in... Oh, Billette, ich mir jetzt. Oh, ja, schon fängt's an. So. Ach, kommen wir nicht einfach so durch? Naja, ist genau ein Herzen. Na gut, dadurch haben wir es genau rückgängig gemacht. So. Kannst aber keinen erwischen, der... Nein, ich wurde getroffen. Mann über Bord, Mann über Bord. So. Einfach so umgebracht, aber wie? Mit Abstand. Das gefällt mir gar nicht, dass ich das wieder verwenden muss. Das sind so 100 Rubine. Und den kann ich sonst währenddessen nicht für... So, danke sehr. Meine Güte, da muss er ja echt schon ankämpfen. Mann, voll die Musik, Alter. Wie schon gesagt, damals, als ich gespielt habe, habe ich die Musik nicht wirklich gehört. Darauf habe ich gar nicht gehört. Deswegen höre ich sie eigentlich jetzt zum allerersten Mal zum Teil. Aber ist cool, Alter. Ist richtig cool. Ich glaube aber irgendwie, der Dungeon ist einfacher als der Bereich der Gesamtaußen. Auf jeden Fall, wenn wir dann noch irgendwie nach Hause oder so kommen. Oh! Müssen wir auf jeden Fall irgendwas tun. Gott im Himmel. Wow.
So. Dadurch haben wir schon mal die Verlieskarte. Die Karte von Obliette erhalten. So. Wir können da runter. Deswegen ist das wahrscheinlich der Zeitpunkt, weswegen man die Karte sieht. Nee, da muss es auch runtergehen. Oder? Nee. Ich gehe einfach jetzt mal zuerst mal nach links. Na, okay, da geht's uns nicht. Das ist uns auch nicht. Ah, mit dem komme ich dann ganz nach oben. Okay. So. Kommen wir auch nicht entlang. Hä? Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu doof gerade. Da kommt man auf jeden Fall nicht entlang. Da sind es auch nirgends. Man kann nur da entlang. Aber da entlang kommen wir nicht. Aber wir können nur höchst nach unten. Ups. Ja. Das ergibt irgendwo Sinn, ne? Dass wir dann nach unten können. So. Hast du falsch nachgedacht? Aber ist ja alles kein Problem. Schön. Herzchen. Oh, stimmt ja. Ihr seid ja so One-Hit-Dinger. Ist besser, wenn ich so durchfalle durchs Feuer, ey. So, schön. Schlüsselchen. Das ist schon mal gut und wichtig. Alter Schwede. So. Mann, ich wollte doch genau... Mann, das ist echt knapp. Du musst echt, wenn du Geld haben möchtest, echt sehr viel tun, ey. So, wir tun das jetzt. Super Monstermilch. Na gut, hätte ich wahrscheinlich nicht tun müssen, aber ja. Und trotzdem viel lieber etwas stärker. Genau, dadurch haben wir jetzt hier einen Schlüsselchen. So, danke sehr. Statt dass ich an der obersten Kante dran bin, ey. Mann. So, danke sehr. Dann gehen wir einmal nach oben. Sie verwendet einen Schlüssel. Gibt's denn das? Schlüssel zu verwenden? Ist das überhaupt gesetzlich erlaubt? Oh Mann, ich wollte ja genau so durch. Ja, da können wir vergessen, da dran zu kommen. So. Bento-Box. Ja, wenigstens etwas, ne? Jetzt ist natürlich alles wieder normal. Ja, unten runter ist sicher auch gegangen. Aber ja, man kennt's ja.
Mann, müssen wir echt schon risky Sachen hier machen. Ja, danke, Feuer, Alter. So. Immer schön sicher im Ton. So, und dann können wir hier durch. So, müssen wir extra noch einmal so herum. Was haben wir jetzt hier? Risk? Du hast Riskys Stiefel erhalten? So. Drücke, wenn der vorwärts rennt, den Angriffsknopf, wenn Chanté anfängt zu glühen. Warte, Moment mal, können wir dann auf Lava hoch rumlaufen? Es ist ein bisschen irritierend. Man muss sich erstmal damit wieder auseinandersetzen. Yeah! Aber ist irgendwo cool. Wir können durch! Gut, dass ich weiter durchgedrückt habe. Liegt uns damit genau ein Herz hinten, Fisch. Das bringt ja alles uns nichts. Zuerst mal nach oben. Okay. Schön. Natürlich können wir schön hier nach rechts durch. Ohne Problemskis. Wenigstens kriegen wir echt unser Leben immer. Darüber bin ich relativ glücklich im Moment. Dass wir da nicht zu extrem dran müssen. Oh, und bald ist es wieder vorbei. Ich mag es auch nicht, dass es so ist, wie es ist, Mann. Ich will auch gerne öfter mehr aufnehmen. Ich kann nicht. So. Ich bin wenigstens glücklich, dass ich überhaupt was aufnehme. Dankeschön. Auch für eure Leben. So. Wunderbar. Piratenfackel. Ja, ich wollte schon sagen, so muss ich doch verwenden, ne? Boah, ich muss wirklich im passenden Moment das machen. So, schön. Den Schlüssel. Wunderbar, das sollte dann passen. Dann können wir noch schön währenddessen so springen. Ich glaube, sogar ihr Schwert so voll draußen. Knallt dann voll dagegen, ey. Voll gegen eine Wanski, Alter. Kennt man ja immer. Voll gegen eine Wanski, ey. Stimmt, ich kann dann auch in der Mitte dir dann alle ausdingsen. Sicherlich. Hä. Ist nur die Frage, wie. Kommst du noch mal runter? Wenn ich dich einmal...